schnell an. Hallo, Vertreter der US-Regierung und Rettungstruppen in Manhattan. Ich heiße Vitali Chernenko und bin bekannter russischer Immunologe. Seit Anfang der Quarantäne habe ich Zuflucht gesucht in russischem Konsulat. Ich habe das Epidemie studiert und verfüge über Daten, die helfen werden, ein Heilmittel oder Serum zu entwickeln. Schicken Sie bitte ein sicheres Transportmittel für mich und drei andere russische Bürger. Wir danken Ihnen. Damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play The Division. Und ihr seht, es gibt wieder einen neuen Einsatz im russischen Konsulat. Und dafür suchen wir natürlich eine Gruppe und die haben wir sogar direkt gefunden. Es geht verdammt schnell, das ist wirklich angenehm, dass das so fix geht. Und ich hoffe, dass wir hier ein paar fähige Jungs und Mädels an die Hand bekommen. Auch schön der Akzent. Sehr nett gemacht, da fühlt man sich doch gleich wie in Mütterchen Russland. Und jetzt müssen wir noch schauen und warten, bis hier fertig geladen ist. Viele Leute versuchen ihr Glück in der Dark Zone. Weniger kehren zurück. So, wir stellen die Spieler hier auf stumm. Und sind jetzt hier also zusammen mit Huxley. Und die anderen beiden connecten auch gerade. Dementsprechend können wir jetzt auch dann direkt gleich loslegen. Und einer fehlt noch. Und dann sind wir es auch so gut wie. Man kann ja auch immer mal die Leute noch mal ein bisschen begutachten. Beziehungsweise hier kann man es jetzt gar nicht. Kann man nur im Safer scheinbar. Da, da ist der Letzte. So, und wir sind vollzählig. Das heißt, wir gehen hier ins russische Konsulat. An die Rezeption. Kommt, Jungs. So. Wir sind ready, die sind ready. So, festgesetzt. Geht schon direkt ordentlich los. Jetzt hier auch mal, dass wir nicht so viel Schüsse für das Ganze verbrauchen. So, weg ist er. Feinde nähern sich ihrer Position. Naja, so viel dazu, gell? Der lässt die Granate schön für sich fallen. Oh. Kam dann näher als erwartet, der junge Mann. So. Oh, die war zu niedrig. Digga, mir darfst du gerne mal rausluren. Ah, jetzt muss ich nachladen. Na gut. Feinde nähern sich ihrer Position. Alter. Was ist denn da los? Also hier ist schon, geht schon direkt der Punk ab. Deswegen. Dass ich die ganze Zeit nachlade hier im Spiel. Komm schon, komm hoch. Auch du darfst nochmal gucken. Und wegen mir würde ich dich doch nochmal gerne erblicken.
Gott, ey. Und jetzt nimmt ihn doch raus. Jetzt da. Weg ist er. So, jetzt haben wir endlich mal hier die Halle geklärt. Der Virologe, der wartet ja auch schon. Der hat ja auch nicht so viel Zeit. Irgendwann muss man jetzt mal weiter. Der Sound passt sehr, sehr gut gerade zu diesem Gefühl, dass man hier rein muss. Oh, wie schreibe ich denn in der Gruppe? Da ist was Lilanes. So, jetzt ist mittlerweile klar, dass ich Deutsch bin. Komm schon. So was Unangenehmes. Ich glaube, die hören mich leider. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. So, alle weg. Nur noch der Kamerad da hinten. Hat sich schön die Granate selber vor die Füße geworfen. Hau doch meinen Freund an, nicht. Hau ich zurück. Position. Oh, schön. Der wird. Oh, nice. So nicht. So definitiv nicht. Immer schön in den Kopf. Anders geht's halt da einfach ab und dann nicht. Oh, ich da war. Ja, genau. Die befülle ich mich auch noch. Ich weiß leider auch nicht genau, wonach sie suchen müssen, Agent. Aber Chen Ying wird trotz allem irgendwie gearbeitet haben. Also Notizen, Tagebücher, alles in der Art. Halten Sie die Augen offen, okay? So. Hier ist jetzt zwar nein, ich dachte, da komme ich rum, aber doch nicht. Der ist verletzt. Bleib doch da. Hätte ich jetzt wiederbelebt. Ihr habt es gesehen. Cool, dass die jetzt auch sowas aufbauen. Schnell heilen.
Eieieiei. Hier wird's aber nicht langweilig, du. Hat er sehr schön gesniped. Ihre Shape-Tech registriert viel Hardware. Was wollen die Russen bloß mit so viel Rechenkapazität? Unter normalen Umständen spionieren. Jetzt wird Tschernenko die Prozessoren nutzen, um analytische Modelle des Virus durchzuspielen. Wenn sie Computer sehen, mitnehmen. Vielleicht befindet sich seine Arbeit darauf. Also Computer sehe ich hier gefühlt genug, zumindest Server. So, dann benutzen wir mal die Tastatur. Zugriff auf Netzwerk. Zugriff erfolgt. Uplink wird eingerichtet. Wir ziehen uns seine Daten runter. Was ist das, Doktor? Das sind gemappte RNS-Dateien. Ich weiß nicht, wofür sie gut sind, aber das sind Unmengen von Tschernenkos Genomdaten. Agent, ich brauche diese Daten, und zwar alle. Ja, wegen mir. Lad sie runter. Gegenmaßnahmen entdeckt. Beginne. Warnung. Netzwerkprivilegien entzogen. Aha. Und nu? Was ist los? Agent, die Übertragung stoppt. Wir wurden gehackt. Agent, was es auch war, es wurde Shade Tech eingesetzt. Das heißt, irgendjemand in Ihrer Nähe nutzt diese Technik. Das macht ihn zu unserem neuen Ziel. Holen Sie diese Technologie zurück und Tschernenkos Daten gleich mit. Mit allen verfügbaren Mitteln. Nehme ich raus. So, ich muss hier mal weg. Komm schon. Oh, 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 oh. Heilung, Heilung, Heilung. So einfach nicht, mein Freund. So einfach nicht. Da sieht man mal, für was das Geschütz so alles gut ist. Dass man da dementsprechend wirklich... So, wir beleben ihn wieder. Der Typ, der könnte einfach mal ein bisschen ruhig spielen. Wow, wow, wow. Blind und taub. Blind und taub ist eine sehr ungute Situation. Darum. So, der ist weg. Komm noch hoch. Wow. Alles nicht so ganz einfach. Das muss man einfach mal sagen, wie es ist. Da merkt man schon, Level 27 geht nicht mal so im Nebenbei. Ich bin ja schon auf den Endgegner gespannt. Der wird erstmal richtig reinhauen. So, Inventar ist voll. Analysiere Sicherheitssystem. System analysiert. Ein Wässerchen. Sicherheitsprotokolle deaktiviert. Sicherheitstüren geöffnet.
Ganz schön groß, das Konsulat hier. Ein Checkpoint. Ich hilf jetzt nichts. Ich muss jetzt hier stehen bleiben. Und ich bin unter Schock. Wo sind die denn? Da ist nix. Diese zielsuchende Mine, die klappt auch gut. Weg damit. Eieieiei. Also wenn das mal Ballern in Bestform wohl ist. Und der Schock. Dann auch noch an so einer Stelle. Ja, lad halt nach, komm. Die halten echt alle ganz viel aus. Der WGM darfst du mal hoch. Uiuiuiui. Nennt ihr auch ein blauer Drop? Empfange LMB Funksprache. Also ihr seht, es gibt hier Hornet, unglaublich viel. Coyote One, ich höre. Der Alarm am Hauptrechner wurde ausgelöst. Ich bin unterwegs. Unnötig, Sir. Der Ivan sitzt in einem gesicherten Raum, aber er hält nicht mehr lange durch. Die JTF ist auch hier, aber die ist kein Problem. Das ist nicht die JTF, ich bin unterwegs. Hornet, Ende. Aha. Also, mittlerweile ist klar, wir sind auch da und dem Last Man Battalion gefällt es nicht so gut, dass wir uns jetzt hier einmischen. Und so, gibt's eine kleine Brandgranate für euch, meine Freunde. Da zappelt ihr nämlich immer so schön. So, jetzt müssen wir den wiederbeleben, das dauert immer ein bisschen. Dauert auch dementsprechend. Oh, oh, oh. Was hat denn der da? Ekelhaftes. Warnung, ein Agent aus Ihrem Team braucht sofortige Hilfe.
ziehen wir mal die richtige Granate zur richtigen Zeit. Die macht auf jeden Fall auch Sinn. Also wegen mir kannst du dein Schild mal so ein bisschen andersrum halten. Dauert mir zu lang. Deswegen mal wieder auf Sniper umgesattelt und dann geht das ja auch mit dem Nachbarn. Sie sind nicht US Army. Können Sie es einrichten, dass er mich hört? Vitali, hier ist Dr. Jessica Candle aus New York. Wir haben uns in Innsbruck getroffen. Ja. Ich kenne Sie und Innsbruck. Sie kennen meine Arbeit. Dr. Candle, haben Sie meine Daten? Sind Sie in Sicherheit? Vitali, wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Können Sie die Tür öffnen? Okay. Ich glaube, da müssen wir da rein. Wo? Vitali, was ist passiert? Das war eine Sprengladung. Bewegung, Agent! So, Schutzraum hacken. Warum? Das hätten wir ja gleich machen können. Zugriff erfolgt. So, da. Er wird erstmal gelootet. Da ist er tot. Wir sind startklar. Gut. Ja, was ist mit unseren Freunden? Sind in der Nähe. Gefechtserlaubnis? Bewilligt. Mal sehen, aus welchem Holz die zweite Welle ist. Die zweite Welle, ja. Ja, ich muss hier noch schnell schreiben. So. Erstmal hier klar machen. Oh Jungs, ist das hier anstrengend. Schön nach vorne gerückt. Oh ne, das war doof. Schau mal, wie viel Munition es hier gibt. Dank schnell noch das Healthpack genommen gehabt. Der Zeitpunkt hätte nicht knapper sein können. Und jetzt kommt Hornet. Aber hier, ich lade mich jetzt erstmal schnell voll mit HP. Das hilft alles nichts. Nehme ich dich auch so raus. So, jetzt gibt es mal hier einen Schadensboost für mein Team und mich. Ihr seht, es gibt auch schon deutlich mehr Damage.
So, das mal weg. Der ist auch weg. Hat der da eigentlich meine Drohne gehackt oder was war das für eine Aktion? So, weg damit. Und jetzt geht der down. Jo! Und da ist der Loot. SHD-Technologie entdeckt. Synchronisiere mit SHD-Signal. Zugriff auf Datenbestand. Beginne Datenübertragung. Agent, ich erkenne einen von der Shade-Tag dieses Agenten. Die Analyse wird Tage dauern, aber da ist etwas. Etwas Ernstes. Gut, dass ich das erhalten habe. So gut auch nicht. Die haben uns Tschernenko vor der Nase weggeschnappt. Ich habe seine Notizen. Ihn brauche ich nicht, zumindest noch nicht. Das Material ist wirklich ausgezeichnet. Eins ist abgeschlossen. Level 28. So ist das doch. Nice, dafür gibt es eine neue Handfeuerwaffe. Dann reden wir mit Jessica in der Basis. Ich würde sagen, Gruppe können wir hier an dieser Stelle dann verlassen. Die Folge, die ist aber just in time. So, jetzt müssen wir in die Basis. Da muss ich ja mich fast schon sputen, hey. Das ist ja ungewohnt. Normalerweise waren die Missionen immer recht easy peasy vorbei, aber hier... An dieser Stelle, 28 Minuten haben wir schon auf der Uhr. Knappes Höschen. Viele Leute versuchen ihr Glück in der Dark Zone. Weniger kehren zurück. Sie so. Haben den Jackpot, Agent. Ich habe Aufnahmen von Bliss persönlich. Irgendein Propagandazeug. Der Kerl hört sich gerne reden. Was für ein Arsch. Also ein neuer Beweis. Den schauen wir uns an. Aufklärungsdaten. Und das ist wahrscheinlich hier der. Vom russischen Konsulat? Wir wissen jetzt sicher, dass das Virus nicht gezüchtet wurde, sondern kodiert. Er hat sich der Forschungen seines Freundes Tschernenko über die Veränderung von Virengenen im virtuellen Raum bedient und mit dem Ergebnis einen industriellen Proteinreplikator gefüttert. Heraus kam ein Virus, das er noch weiter verbessern konnte, um einen maximalen Effekt zu erzielen. Und damit meine ich die Todesrate. Ja, sympathische Kerle. Und jetzt sprechen wir noch mit Jessica Candle. Ich glaube, die ist im medizinischen Flügel. Ja. Sie halten alles zusammen. Habt ihr die volle Storyladung bekommen? Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber ich glaube, wir haben etwas. Dank Ihnen haben wir die genetische Drift des Virus endlich geknackt. Und ich habe die komplette DNA identifiziert, die Amherst zusätzlich eingebaut hat. Und dank der Proben, die sie von den Überlebenden haben, konnte ich Antikörper gegen unser freundliches Killer-Virus aus der Nachbarschaft gewinnen. Und ich konnte eine Roadmap für einen Impfstoff entwickeln. Hier ist es. Sehen Sie selbst. Normalerweise würde ich die Entwicklung gerne selber leiten, aber die in Ann Arbor sind ein bisschen besser dafür ausgerüstet und ich sitze leider hier mit Ihnen fest. Oh. Schon gut. Hier gibt es weiß Gott genug Arbeit für mich. Ja, das will ich aber mal meinen. Wenn Tschernenko und vielleicht Amherst noch da draußen sind, bedarf es nur eines Psychos, der die richtigen Fragen stellt. Sagen Sie, dazu kommt es nicht. Bitte. Dr. Candle, Sie werden im Aufwachraum benötigt. Dr. Candle. Ja. Wie gesagt, viel zu tun. Hey.
sowas überleben wir nicht nochmal. Also bitte. Ja, ja, ich streng mich ja schon an. Ich streng mich schon an. Ehrensache. So, damit ist die Folge zu Ende. Schön, dass ihr heute dabei wart und ich glaube, da war viel drin. Von dem her hoffe ich, es hat gefallen. Lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.